Herzlich willkommen zum ersten Video des Lernzyklus Zinsen und Zinseszinsen. Mein Name ist Anita und ich erkläre dir heute einmal, um was es eigentlich bei der Zinsrechnung geht. Um das Ganze besser verstehen zu können, erzähle ich dir eine kurze Geschichte. Das ist Sarah. Sarah hat von ihrer Familie zum Geburtstag 500 Euro geschenkt bekommen. Da sie das Geld nicht zu Hause liegen haben möchte, da die Gefahr besteht, dass sie es schnell wieder ausgibt, geht sie damit zur Bank. Der Bankangestellte bietet ihr ein Sparkonto mit 4% Zinsen pro Jahr an. Aber was bedeutet das jetzt nun? Fragt sich Sarah. Der Bankangestellte erklärt ihr, du bekommst Geld und dieses Geld bringst du zur Bank. Dieses Geld ist dann Startkapital. Dann bleibt dieses Geld bei uns ein Jahr lang liegen und wird mit einem bestimmten Prozentsatz verzinst. Nach einem Jahr bekommst du von der Bank eine anteilsmäßige Gutschrift, weil du das Geld bei uns liegen hast lassen. Diese Gutschrift der Bank sind deine Zinsen. Nach einem Jahr hast du ein Endkapital. Dieses Endkapital besteht aus deinem Startkapital plus deinen Zinsen. Das bedeutet, dass du nach einem Jahr mehr Geld mit nach Hause nimmst, als du zur Bank gebracht hast. Betrachten wir wieder unseren Fall. 500 Euro werden mit 4% Zinssatz für ein Jahr verzinst. Rechnerisch sieht das Ganze nun so aus. Wir haben hier Prozent. Also erinnere dich zurück, dass 4% gleich 0,04 sind. Solltest du noch Probleme haben mit der Prozentrechnung, kannst du dir unser Video anschauen über die Prozentrechnung. Aber zurück zu unseren Zinsen. Die Zinsen berechnen wir nun mit 500 mal 0,04 ist gleich 20,00. Sarah bekommt also 20 Euro Zinsen. Das Endkapital habe ich dir vorher schon gezeigt, wie du das berechnen kannst. Und zwar zur Erinnerung das Startkapital plus Zinsen. In unserem Fall ist das 500 Euro plus 20 Euro sind gleich 520 Euro. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, dass wir 104% betrachten, was ja 1,04 entsprechen. Und berechnen können wir das Endkapital mit 500 mal 1,04 ist gleich 520,00. Das heißt also, Sarah hat nach einem Jahr 520 Euro. Jetzt bist du an der Reihe. Was denkst du, wie viel Angespartes hat ein Millionär, wenn er 1 Million Euro für ein Jahr auf ein Sparkonto mit 4% Zinsen legt? Wie hoch sind seine Zinsen und wie groß ist sein Endkapital? Pausiere kurz das Video und schätze. Na, hast du gut geschätzt? Unser Millionär bekommt 40.000 Euro Zinsen und hat dann ein Endkapital von 1.040.000 Euro. Was können wir daraus jetzt folgern? Je mehr Geld ich auf ein Sparkonto lege, desto mehr Geld kann ich nachher mit nach Hause nehmen. Um die wichtigsten Punkte aus diesem Video noch einmal zu wiederholen, gibt es eine kleine Zuordnungsaufgabe. Ordne den Erklärungen auf der rechten Seite die passenden Begriffe auf der linken Seite zu. Schreibe dir die Buchstaben auf dein Blatt, dann erhältst du von oben nach unten gelesen ein Lösungswort. Pausiere kurz das Video und finde das Wort. Hast du es geschafft? Das Lösungswort ist yeah. Hier hast du die Auflösung der Aufgabe. Der Prozentsatz ist der Zinssatz. Geld, das ich zur Bank bringe, ist das Startkapital. Die Gutschrift der Bank sind die Zinsen. Geld, das ich nach einem Jahr besitze, ist das Endkapital. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im Basic-Video.